Gabrielle Kelly und Malika Tschumev triumphieren im Let's Dance-Finale 2024 und sichern sich den Dancing-Star-Pokal. Die Show bot Weltklasse Tanzsport und emotionale Highlights. Mozzi Mabuse und Joachim Jambi zeigten sich begeistert von den Leistungen der Finalisten, die alle auf höchstem Niveau tanzten. Der pure, makellose, perfekte Tanz, die Energie, die Positivität, die Let's Dance verbreitet, ist so wichtig für Deutschland heute, sagte Jurorin Mozzi Mabuse über das Let's Dance-Finale, das vor allem eine wunderschöne Show mit hervorragenden Tanzpaaren auf internationalem Top-Niveau bot. Mit Gabrielle Kelly und seiner Tanzpartnerin Malika Tschumev wurden würdige Sieger gekürt, nicht nur, weil sie an diesem Abend in drei Tänzen die Höchstwertung von 90 Punkten erzielten. Jambi brachte es auf den Punkt. Ihr habt alle drei abgeräumt. Wir haben drei völlig unterschiedliche Final-Freestyles gesehen, und sie waren alle sensationell. Aber wo die drittplatzierten Detlef Soest und Ekaterina Leonova auf Tempotanz und viel Hip-Hop-Elemente setzten und die Vizemeister Jana Vosnica und Fadim Gabusov auf leidenschaftliches Spektakel mit Athletik-Elementen und Pyro-Show, feierten Kelly und Tschumev den puren, makellosen, perfekten Tanz. Ihr seid eurem Stil treu geblieben, fasste Mabuse gerührt zusammen. Ihr habt mit Tanzen überzeugt. Ein größeres Lob gibt es aus dem Mund einer Tänzerin mit Leib, Seele und Herz gar nicht. Ich konnte ihn nicht von den Profitänzern unterscheiden, diese Kellys, die gewinnen einfach alles, meinte ein Fan bei Instagram. Und Gabrielle ist bereits der zweite Kelly, der der Show seinen Stempel aufdrückte. Er trat mit dem Sieg in die Fußstapfen seiner Tante Maite, die 2011 gewann. Im Publikum beobachtete Papa Angelo mit glänzenden Augen, wie sein Sohn über die Tanzfläche schwebte. Es ist nicht wichtig, was du machst, sondern wie du es machst, hatte er ihm mit auf den Finalweg gegeben. Er platzte fast vor Stolz und Liebe. Und Onkel Jimmy Kelly war einer der ersten Gratulanten bei Instagram. Zum Finale war die Class of 2024 der Promis leider nicht komplett. Marc Keller und Tillmann Schulz konnten wegen Verletzungen nicht noch einmal tanzen, Sophia Thiel nicht einmal nach Köln kommen, sie lag krank im Bett. Die anderen Ausgeschiedenen nahmen mit Elementen aus ihren liebsten Tänzen der Staffel Abschied von der Staffel und ihren Profi-Tanzpartnern. Jambi vergaß nicht, diese für ihre Leistung zu loben. Unsere Profi-Tänzer sind die Besten der Welt. Gabrielle und Malika wurden ihrer leichten Favoritenrolle gerecht. Sie holten bei jedem der drei Tänze des Abends 30 Punkte, womit es beide auf insgesamt 10 Bestwertungen während der Staffel und somit auf Platz 2 der ewigen Bestenliste brachten. Du bist ein ganz schöner Drecksack, meinte Jambi nach dem überwältigenden Tango, den das Traumtanzpaar als Lieblingstanz darbot. Er meinte das aber scherzhaft und voller Hochachtung, denn niemand schafft so schöne Endpositionen wie du. Das stimmte ein User bei Instagram zu, ich konnte ihn nicht von den Profitänzern unterscheiden.